Weitere wichtige Meldungen des Tages sehen Sie jetzt kurz und übersichtlich zusammengefasst in unserem Nachrichtenüberblick. In Israel will ein Bündnis aus Links-, Mitte- und Rechtsparteien eine neue Koalition ohne Langzeitpremier Benjamin Netanyahu bilden. Darauf haben sich Sonntagabend der Liberale Yair Lapid und Naftali Bennett, der Chef der ultrarechten Partei Yamina, geeinigt. Lapid hat noch bis Mittwoch Zeit, eine Regierung zu bilden. Um eine Mehrheit in der Knesset zu erreichen, sind mindestens 61 Abgeordnete notwendig. Absonderungsbescheide, die eine überstandene Corona-Infektion nachweisen, sollen nicht in den österreichischen grünen Pass aufgenommen werden. Grund dafür ist, dass diese von der Europäischen Union nicht akzeptiert werden, so das Gesundheitsministerium. Stattdessen sei ein Genesungszertifikat notwendig. Dieses soll ab Juni allen an Covid-19 erkrankten Personen ausgestellt werden und 6 Monate lang gültig sein. Beim Start des grünen Passes am Freitag werden voraussichtlich auch noch nicht alle Funktionen verfügbar sein. Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante plant die vietnamesische Regierung jetzt Massentests in Ho Chi Minh-Stadt. Pro Tag sollen 100.000 Tests durchgeführt werden. Zusätzlich werden auch die Corona-Bestimmungen verschärft. Bei der neuen Mutation soll es sich um eine Kombination aus der britischen und der indischen Coronavirus-Variante handeln. Ab Mitte dieser Woche stellen sich die Nachmittagstemperaturen um 24 Grad ein und die Frostgrenze zieht sich für längere Zeit ins Hochgebirge zurück. Noch strömt am Rand eines Hochdruckgebiets aus Nord- bis Nordost Luft zu uns, die nur mäßig warm, teilweise feucht und labil geschichtet ist. Nur im Westen ist es durchweg sonnig und schwach windig. Im restlichen Österreich wechseln sonnige und bewölkte Phasen einander ab. Einzelne Schauer sind vor allem in Niederösterreich und in der Steiermark zu erwarten. Die Höchstwerte liegen um 16 und 19 Grad, im Westen um 22 Grad.